Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 3, wo wir in der letzten Folge uns den Weg zu einem weiteren Boss freigekämpft haben. Und da ich den Boss kenne, hole ich lieber ein anderes Schwert raus und wir wollten mal ein bisschen leveln. Und ja, mittlerweile sagt sie halt nicht mehr willkommen daheim, Ashenwan, sondern sagt ja, jetzt bind endlich mal die Feuer, du Arsch. So, wir holen uns ein bisschen mehr Zauberei, einfach damit ich ein bisschen mehr FP kriege. Bis auf 25 und dann gucken wir mal. So, die Asche eines Hauptmanns können wir hergeben. Dann können wir uns so ein paar Sachen kaufen, vor allem die Mühlenforst Großpfeile. Sind, glaube ich, mit 800 die teuersten Pfeile. Ich wüsste zumindest gerade nicht, welche Pfeile teurer sein sollen. Und wir müssten uns, glaube ich, jetzt auch das Mühlenforst. Ja, genau hier. Mühlenforst Ritterset kaufen können. Was gar nicht mal so schlecht ist, ist halt eine mittelschwere Rüstung, wage ich zu behaupten. Wobei, nee, es ist eigentlich sogar. Na, es ist so oberes Ende der mittelschweren Rüstung ungefähr. Und hat eigentlich ganz gute Werte. Vor allem die Resistenzen, was Blutung, Gift und Kälte angeht. Das kann sich durchaus sehen. Das wollen wir zum Beispiel mal mit der Tänzerin vergleichen. Deren bester Wert 55 für Kälte ist. Und hier ist Kälte halt einfach schon 69. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das macht schon einiges aus. Wollte ich irgendwas bei dir verstärken? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Dann stocken wir noch schnell unseren Pfeilvorrat auf. Und ja, die kosten nämlich 750. Die sind übrigens gar nicht mal so gut. Heißen zwar Drachentöter Blitzpfeile, aber irgendwie machen die gefühlt keinen Schaden gegen Drachen. Wir haben echt nicht viele Pfeile. Das gefällt mir nicht. Und noch irgendwelche Seelen. Ja, dann opfere ich noch ein paar Seelen und investiere das in Pfeile, weil. Mit gerade mal 60 Pfeilen kommt man nicht unbedingt mega weit. Und die Pfeile sind halt leider auch relativ teuer. So, kann man die verkaufen, alle. So. Ah, schon besser. Dann haben wir zumindest einen kleineren Vorrat jetzt. Was wir noch machen können, wo es mir gerade einfällt, bevor wir zu dem Boss gehen. Wir haben im Hauptspiel noch zwei Sachen nicht gemacht. Beziehungsweise, und den Boss haben wir nicht besiegt. Wir werden als erstes mal kurz Burg Lothric, großes Archiv. Nehmen wir das? Ja, wir nehmen das große Archiv. Denn wir haben ja Orbeck beschworen, um uns beim Boss zu helfen. Und noch dazu. Und ich habe mir Chris geholt, aber pst. Auf jeden Fall können wir jetzt. Orbecks Quest ist so gesehen beendet. Und wir können seine Überreste finden. Und zwar am Ende des großen Archivs. Und die werden wir uns schnell holen. Denn die brauchen wir, um Yuria zufriedenzustellen. Die hat ja uns irgendwann eine kleine Nebenquest gegeben, von wegen, dass Orbeck eine Gefahr für uns wäre und er sich selbst zum Lord of Hollows aufschwingen wollen würde und hast du nicht gesehen? Stimmt, ich habe das Item hier nicht geholt, weil ich einfach an denen vorbeigerannt bin, weil ich keine Lust auf die Typen hatte. Dann können wir uns hier nochmal kurz umgucken. Aber ist nicht viel. Denn, ja, auf jeden Fall können wir die Quest jetzt beenden, denn wir können uns Orbecks Überreste holen. Dafür hängen wir mal eben kurz unseren Kopf hier ins Wachs. Denn was wir nicht gemacht haben, glaube ich zumindest, das sieht zumindest so aus. Doch, die Leiter haben wir ausgefahren. Diese Leiter hier können wir jetzt mal eben kurz sinnvoll nutzen. Guten Tag, muss nur kurz durch. Denn hier liegt seine Leiche und wir können uns seine Asche nehmen und wieder raus teleportieren. Diese Asche brauchen wir als Beweis dafür, dass Orbeck tot ist. Und damit können wir sozusagen Orbecks Quest beenden, um dann anschließend noch hier, wie heißt's, um dann anschließend Jurias Quest zu beenden. Also die Nebenquest, muss man ganz ehrlich sagen. Ah,
Thy scent seemeth most familiar. A sweet fragrance long faded from our own bosoms. My lord, how this came to pass, I know not, but take heed. Kindness can wear upon one's principles. Ach so, ja, das, ich dachte gerade, sie spielt auf den Wachskopf an, aber sie spielt auf den Geruch von Elfriede an. Denn Elfriede, beziehungsweise Schwester Friede, aka Elfriede, ist die, habe ich ja schon gesagt, die ältere Schwester von Yuria. Ah, as the Orbeck's claim is proven false. As it should be, our right and deserving Lord of Hollows. It is a Londor treasure befitting of a true Lord. Lord of Hollows, may the dark sigil guide thy way. Und damit kriegen wir die Morion-Klinge. Die ist ziemlich gut. Hat, glaube ich, mit den höchsten Base-Schaden im Spiel, was gerade Klingen angeht. Und verursacht zusätzlich Blutung. Plus, es erhöht die Angriffskraft, wenn man, ich glaube, 25% oder weniger seines Lebens hat. Ich meine, irgendwie sowas war es. Ist auf jeden Fall einiges. So, dann haben wir noch einen gewissen Herrn Zorik zu töten. Und um den kümmern wir uns jetzt. Denn der muss sterben. Einfach, weil er uns mehrfach getötet hat. So, mit den ganzen Gegnern hier werde ich mich jetzt nicht aufhalten. Zumal wir laufen gerade eben mit wenig Seelen rum. Das ist ganz praktisch, falls wir doch mal sterben sollten. Wäre es entsprechend nicht ganz so schlimm, wenn wir ja, nochmal sterben. Ach. So, lass mich hier durch. Das Problem ist, die Ratten, ja, die triggern wir sowieso. Glücklicherweise noch schnell genug den Schild hochgehoben. Und die Fluchechsen, also Basilisken, werden wir auch nicht drum rumkommen zu töten. Aber zumindest die kleinen Ratten hier sind alle ein One-Hit. Das gefällt mir doch schon mal. Ja, komm her. Okay. Ich hatte schon befürchtet, wenn wir gegen die Wand schlagen, dass wir die Ratte nicht erwischen. Wo kommst du an? Nö. Dann können wir die zumindest stehen lassen. So. Basilisken-Power. Weg mit dir. Vorteil ist, dass dieser Schlag hier so einen riesigen Radius hat. Das ist echt super angenehm. Das ist generell angenehm, natürlich mit Großschwertern die entsprechende Reichweite. Aber dass man halt auch so eine Art, ja, 360-Grad-Schlag fast schon hat. Das ist super. So, was kriegen wir hier? Eine Moosfrucht. Erhöht sämtliche unserer Resistenzen. Ganz leicht. Halt entsprechend nicht so wie unsere, Quatsch, wie die einzelnen Moose, aber unsere, die Moose reduzieren ja eigentlich nur das, die Betroffenheit von uns. So. Ich weiß, es ist cheesy, aber es funktioniert. Deshalb machen wir das jetzt so. Hey, komm mal hier hoch. Bleib liegen. Arschloch. So, und damit kriegen wir auch sein Rauch-Ultra-Großschwert. Ich glaube, dafür braucht man irgendwie 60 Stärke, um es zu führen oder so. Oder 50, Entschuldigung. Ne, stimmt, 60 Stärke war eine andere Waffe. Und auch hier in der Lava befinden sich mehrere Items. Ich glaube, das ist eine Seele und das ist, glaube ich, eine Pyromantie. Ich meine, ich kann ja mal demonstrieren, wie viel Schaden wir in der Lava nehmen. Das war nur ein kurzer Schritt drin und das tickt halt ungefähr jede Sekunde. Das ist nicht cool. So, Feuerbandschrein. Denn die 6000 Seelen geben wir noch eben für Pfeile aus. 12 Stück kriegen wir. Mit der Seele, die wir gerade eben bekommen haben, ploppen wir die noch. Verdammt,
Millisekunde zu früh. Ich dachte, ich würde mal so einen coolen Trick aus den Speedruns hinkriegen. Man kann nämlich Item-Animationen skippen. Wobei ich mir bei Seele-Ploppen gar nicht sicher bin, aber Estus-Trinken zum Beispiel funktioniert auf jeden Fall. So. Goodbye. Dankeschön dafür. Und dann werden wir jetzt den Boss besuchen gehen, denn jetzt bleibt im Hauptspiel wirklich nur noch der Endboss für uns und die Quest mit Dingens haben wir ja auch schon gemacht. Also es bleibt wirklich nur noch der Endboss. Und halt die beiden DLCs. Beim einen sind wir zumindest schon mal bei einem Boss und das andere müssen wir noch komplett machen. So, Qual. Nerviges Wunder. Bringt einem auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel. Ich weiß nicht. Doch, das Qual ist ein bisschen effizienter, aber nicht viel. Sind beide nicht gut, muss man sagen. So. Dann einmal hier lang. Und einmal hier runter. Denn das hier ist die Boss-Arena. Haben wir damals auch nur bemerkt, weil hier für uns, die wir zusammen gespielt haben, ein Nebel war. So, da sitzt ein Typ mit einem Wolf. Das ist der Meister Grabhüter. Wir wollen eigentlich erstmal die Wölfe ausschalten, denn der hat hier ein bisschen Wolfsparty. Und ja, seine Waffe, das Nobelherz, ist eine Schwert-Schild-Kombi. Also es ist so gesehen eine, das, was zum Beispiel die Doppelschwerter des Söldners und so sind, nur halt aus Schwert und Schild oder die Drang-Doppelschwere oder... Kann ich jetzt mal den Wolf da haben? Meine Güte, ist das so schwer, einen fucking Wolf zu treffen? Dankeschön. So. Machen wir es doch mal zu einem One-on-One. Machen wir es mal zu einem One-on-One. Bist du mal auf? Der ist schnell, der Typ. Komm. So. Ja, das funktioniert auch gegen diesen Boss. Der Boss ist ein Arsch. Hat auch Sprungangriffe. Kann ich auch. Ihr seht, der hält auch nicht so viel aus. Ja, hat er uns mit seinem Gebrüll erwischt. Das ist übrigens die Weaponart von dem Schild, also. Okay, ich stelle mich auch gerade echt nicht gut an. Ja, dieses Geheul kennen wir. Guck mal, wer da hinten ist. Ja, jetzt haben wir den Wolf und den Dude. Ich will eigentlich den Dude loswerden. Und bin sterben. Weil der Typ mich erwischt hat und dann der Wolf angestürmt hat. Ja, wie gesagt, wir haben uns auch gerade am Anfang echt scheiße angestellt. Also ich mich, ihr, keine Ahnung, wie ihr euch da anstellt. Kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall haben wir voll auf die Fresse bekommen von dem Wolf. Und es würde mich nicht wundern, wenn ich noch ein, zwei Mal wegen dem Wolf sterbe, weil der Wolf ist meiner Meinung nach das Problem an diesem Bossfight. Ich finde es gut, dass er nicht zu Anfang drin ist, weil das ein bisschen zu sehr Gank-Boss-artig geworden wäre. Aber er kommt trotzdem zu früh. Kann ich eigentlich die Wölfe von hier aus schon abschießen, ohne den Dude zu triggern? Das wäre voll cool. Ne, ich trigger den Dude mit. Also sind wir zumindest schon mal den einen Wolf los. Und da kommen die anderen. Also kann man die Wölfe zumindest auch mal anlocken. Und ich kämpfe auch persönlich ein bisschen... Also am Anfang des Fights kämpfe ich lieber hier draußen. Wenn der Wolf nachher da ist, der Große, dann ist es mir lieber drinnen zu kämpfen. Komm, mach doch einfach mal einen Sprungangriff, Wolf. Danke. Aua! Was Schaden, Kumpel. Pass mal auf, während ich mich
heile. Man kann den Typen übrigens auch backstabben. Also er ist vom Prinzip her wie ein normaler NPC-Gegner. Deshalb finde ich es auch so eine Sache, ihn als Boss zu bezeichnen. Aber er ist halt ein Boss. Vor allem hat er einen mächtigen Verbündeten, der glücklicherweise noch nicht da ist. Auch Ausdauer. Das Fiese ist halt, wenn er seinen Sprungangriff macht, hält er sein Schild nach vorne. Ah, und jetzt hat er den Wolf geholt. Das hat er doch sogar mit einer Geste gemacht. Das ist gar nicht so gut. Ach, jetzt fängt er auch noch mit seinem Zaubern an. Wir haben dem Wolf aber auch schon mal ein gutes Stück Schaden gemacht. Aber ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass wir ihn... Ah, jetzt gefrieren. Ich muss sagen, ich weiß nicht, welche Zauber der Typ alle kann. Also Seelenpfeil scheinbar. Und Blitzgefrieren. Das kriegt er schon mal hin. Weil der Wolf hat übrigens auch einen Frostatem. Ich will jetzt den Dude hier tot haben. Wo ist denn der hin? Komm her. Ausdauer. Fuck. Nein. Oh, komm schon. Mann, ich hatte den Meister doch fast tot. Ich sollte vielleicht einfach doch eine andere Waffe nehmen. Gerade auch gegen... Ja, wobei gegen den Wolf ist das Großschwert eigentlich auch ziemlich praktisch. Ich bin am überlegen... Brauchen den in dem Bossfight nicht. Wenn ich dann schnell austausche... Im Bossfight... So sind wir weit über dem Gewicht. Das ist halt definitiv nicht, was wir wollen. Aber wenn ich den einen Wolf ausschalte mit einem Bogen, mit zwei Bogenschüssen und dann den Bogen gegen das Nodachi austausche und am Anfang erstmal mit dem Nodachi kämpfe, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Jetzt liegen unsere Seelen da hinten, aber das sind nur 400, also interessieren die mich gerade relativ wenig. Wenn ich die gleich mitnehmen kann, weil ich da vorbeikomme, dann machen wir das natürlich. Okay. Also ein Weapon-Art-Schuss reicht nicht aus. So. Na, komm her. Macht auch den Kampf gegen die Wölfe leichter, weil unsere Waffe schneller ist. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich vermute fast, dass man den parieren kann. Seine Angriffe. Aber können ihn halt auch einfach verprügeln. Na komm her. Ja, zu früh. Ich will es trotzdem mal probieren. Solange der den Wolf gerade noch nicht ruft. Ja, man kann's. Easy. So, und einfach um dich abzufacken, Dude. Au. So war das mit dem Abfacken nicht gemeint, Kumpel. Holy shit. Also Schaden macht er wirklich. Ich muss sagen, den habe ich eine Zeit lang echt unterschätzt. Aber Schaden können wir auch. Das Problem ist, es ist halt ein Kurzschwert. Das heißt, extrem schnelle Angriffe. Und diese Stiche tun weh. Er hält sich halt jedes Mal... pariert er halt wirklich. Also, blockt halt mit seinem Schild. Und er ruft den Wolf.
sterbe schon fast wieder gegen den Typen alleine. Kann er denn den Wolf schon rufen, wenn er noch beim Leben ist? Das ist doch nervig. Und ja, das Problem ist halt wirklich, dieser Wolf ist so unglaublich aggressiv und mobil. Einen Versuch starte ich noch, notfalls gehen wir den Boss später nochmal an. Boah, ist das nervig, dass ich den Fight nicht hinkriege, ne? Das wurmt mich. Na, natürlich haben wir mit dem Nodachi den Nachteil, dass wir weniger Schaden machen als mit dem Großschwert. Aber vielleicht... Jetzt sollte ich doch ein bisschen mehr mit dem Großschwert kämpfen. Irgendwie hat das besser funktioniert. Quatsch. Die Unitöter-Großpfeile fliegen auch wesentlich gerader als die Drachentöter-Großpfeile. Das ist ein bisschen nervig. Getroffen. Die Wölfe halt auch echt 1A abwarten, dass der Rest des Rudels auftaucht, ne? Anstatt dass die schon vorher angreifen. Ja, nur wenn der Rest schon tot ist, dann ist halt doof gelaufen, ne? Dämliche Eiszapfen. So. Was war das so? Ja, der Nachteil ist, wenn er das blockt, ich meine, klar, er kriegt ein bisschen Schaden durch, weil das ist kein 100% physischer Schild, aber ich hätte vielleicht nicht mal mit die Glut vorher entzünden sollen. Wann kam denn der Schaden von dem Stich erst durch? So, fick dich. Problem ist, der Wolf ist da. Das war schön in der Rolle gefangen. So, die Meistergrafik haben wir tot. So, jetzt bleibt nur noch der Wolf. Dankeschön. Das Problem ist, beim Wolf ein Angriffszeitfenster zu finden, finde ich unglaublich schwer. Weil er die ganze Zeit am Rumchargen ist. Wo wir die besten Chancen haben, ist, wenn der Wolf seinen Frostatem raushaut. Ja, der hat einen Frostatemangriff, der Wolf. So, und der Vorteil ist, weshalb halt auch Arturias Großschwert so gut ist. Oh, man kann den Wolf staggern. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das macht den Boss auch. Deshalb, an sich ist der Wolf auch kein Problem gewesen, gerade in dem Fight, weil ja, man muss halt am Anfang ein bisschen ausweichen. Und ja, es hat funktioniert. Ich bin begeistert. Ich habe jetzt leider vergessen, die Truhe auszurüsten für die zusätzlichen Seelen. Das wäre wahrscheinlich nochmal gut ein Level-Up gewesen. Damit. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, habe ich meine Seelen hier hinten irgendwo liegen oder bin ich eben zwischendurch gestorben, ohne meine Seelen aufzuheben?
Ich sehe sie nicht. Also, wie gesagt, waren nur irgendwie 400, also ist das kein Problem. Der Vorteil ist, weshalb das Großschwert halt so gut ist, dass der Wolf als vom Abgrund besessen zählt. Erkennbar an den roten Augen. Und alle Gegner, die vom Abgrund besessen sind, kriegen von diesem Schwert hier 20% mehr Damage. Hat man gesehen, der Wolf hat tierisch auf die Fresse bekommen. So, gehen wir zur Seilbrückenhöhle. Denn von da aus können wir jetzt weitergehen. Beziehungsweise konnten wir auch vorher schon, aber machen wir halt jetzt erst. Puh. Was wir übrigens bekommen haben von dem Boss sind einmal, wie gesagt, die Schwert-Schild-Kombo Nobelherz. Kann ich auch mal eben die Stats zeigen. Wie gesagt, ist. Ich weiß halt nicht, ob diese 60% physischer Block sich auf den Schild bezieht. Oder auf eben auf das Schwert. Ich bin mir da absolut nicht sicher. Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn es der Schild ist. Weil wie gesagt, der Schild ist halt nicht gut. Man kann halt den hier machen. Ja. Genau. Na, also wir haben halt die Haltung als Weapon Art. Und diesen sehr weit ausholenden Stich nach vorne. Oder halt eben das Löwengebrüll. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Freund von der Waffe. Gegen die nächsten Gegner ist vielleicht das Schwindmond-Krummschwert gar nicht so verkehrt. Weil gleich kommen ein paar sehr nervige Gegner. Aber erstmal gehen wir hier runter. So, hier sehen wir, ne, hier kamen wir aus, als wir von da unten noch hochkamen. Da hinten auf einem kleinen Vorsprung sind wir runtergesprungen und dann hier angekommen. Dann holen wir uns jetzt erstmal diese Echse hier. Verdammt. Und tschüss. Eine große Titanitscherbe. Ist jetzt so eine Sache. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Zwei Typen, die eine Fackel haben. Interessant, dass der eine uns gerade nicht getroffen hat. Also der eine Flammenstoß. War ein Abgang. Verzieh dich. Dankeschön. So, und wir rutschen hier die Halfpipe runter. Erinnert so ein bisschen an Dark Souls 1, wo wir zum Chaosplatz so gelangen mussten. Über so eine Rutschpartie. Aber ist halt nichts, ne? So, irgendwo hier hinten war, glaube ich, ein Item, was ich haben möchte. Ja, da. Meins, meins, meins. Denn Seele. Seelen sind immer gut. Ich glaube, hier ist das. Oder hier ist eine der Stellen, wo Speedrunner sich hochglitschen konnten irgendwie. Vielleicht haben sie es auch mittlerweile gepatcht. Speedrunner spielen ja nicht unbedingt immer auf dem aktuellsten Patch. Aber, keine Ahnung. Es gibt auch eine Möglichkeit, wie man sich da hinten auf den Felsen hochglitschen kann. Oder gab es. Wie gesagt, ich bin mir da nie 100% sicher. Da unten haben wir so ein Sewer Centipede. Also so ein Abfluss- bzw. Kanalisations-Tausendfüßler. Und hier haben wir echt ekelhafte Gegner. Das sind vom Prinzip her, ich möchte sie jetzt eigentlich nicht als Fehlgeburten bezeichnen, aber es sind höchstwahrscheinlich Fehlgeburten der Corvians. Und das sind unglaublich viele hier. Und wir wissen nicht, welche alle lebendig sind. Die können uns theoretisch auch angreifen. Man muss auch eigentlich nicht alle töten, aber sie geben halt Seelen. Und da die meistens mit einem Schlag tot sind, kann man sich das mal durchaus hier erlauben. Und die Größeren halten halt den zweiten Schlag noch aus. Schreien nicht rum. Ja, und sie können rumspucken. Was hier genau los ist, oder wobei, ich glaube, es sind noch nicht mal zu Fehlgeburten. Ich glaube eher, dass die einfach nur so vom Rock gefallen sind.
der halt das gesamte Gemälde mittlerweile ja befallen hat. Aber hey, keine Ahnung. So, Schubs auch noch. Okay, dich hatte ich schon. Gut. Dann kommt jetzt ein nerviger Gegner. Dich meinte ich nicht. Aber schreie nicht so rum. Nämlich. Na gut, wir sehen ihn hier jetzt nicht. Weil, Brücke, der da. Der Typ da hinten. Ihr seht, wie dezent der Kerl ausrasten kann. Und seine Waffen verursachen Blutungsschaden. Das ist sehr unhöflich. Das ist nicht alles, was der kann. Aber Schwindmond ist super gegen den. Und ja, die können scharfe Edelsteine droppen lassen. Ihre Waffen und ihre Rüstung nicht. Die Waffe kann man aber hier im DLC finden. Ist halt eine Clownwaffe. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob die gut oder schlecht sind. Die machen vor allem halt viel Blutungsschaden, was halt echt arschig ist. Vor allem, ich glaube, man kann sie auch noch mit blutig infusieren, sodass sie noch mehr Blutungsschaden raushauen. Und das ist halt echt ekelhaft. So, hier haben wir so einen Typen, der mit uns reden geht. Kann. There is nothing forlorn about you. Das stimmt. You must be the other Ash, I suppose. Yep, wir sind Asche. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you have seen the rot that afflicts our world. But that witch fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. Oh, please, it must be you. I am so terribly frightened of timidly rotting away like those fools on the outside. Oh, please, okay. Mehr sagt er nicht. Ja, diese Narren da draußen, ob er damit die Typen hier meint oder ob er damit auf die Außenwelt anspricht, also die Welt, die eben nicht, also die Welt außen, also nicht das Bildnis, das weiß man nicht so genau. Es würde beides passen, aber hey. So, wir haben ein neues Leuchtfeuer gefunden und ich würde sagen, machen wir hier für heute Schluss, also für diese Folge. Setzen wir uns halt einfach wieder ans Leuchtfeuer, fick dich. Und in der nächsten Folge gehen wir dann hier nochmal ein bisschen rum und erkunden den Rest vom DLC hoffentlich. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.